liebe Kunden, herzlich willkommen. Ein Jahr Fedro Selgros hier am Putzweiler Hof. Wir feiern großen Geburtstag mit unseren Kunden. Und aus diesem Anlass haben wir natürlich auch eine große Tombola, wo jedes Los nur 1 Euro kostet. Es gibt tolle Preise zu gewinnen. Und die ganzen Einnahmen, die behält natürlich nicht die Fedro selber, sondern die geben wir direkt weiter an die Kindertagesstätte in Köln-Böcklemünd, an die Wilden Füchse. Und da habe ich jemanden neben mir, der kann viel besser darüber berichten, wofür das Geld verwendet wird. Hallo, herzlich willkommen. Hallo. Ja, wir freuen uns natürlich sehr. Ich bin Wolfgang Pläs und Leiter der Kindertagesstätte, die Wilden Füchse. Wir sind eine große Einrichtung. Wir betreuen 85 Kinder im Alter von 0 bis 6 Jahren. Die kommen bei uns jeden Tag dahin. Werden den ganzen Tag betreut, von morgens 7 bis nachmittags um 14. Vielleicht können Sie uns da noch ein bisschen was drüber erzählen. Ja, wir sind eine Kindertagesstätte im sozialen Brennpunkt. Böcklemünd ist einer der Stadtteile Kölns mit vielen sozialen Problemen. Wir sind multinational. Insgesamt werden Kinder aus 15 Nationen bei uns betreut. Da sind viele Sprachen unterwegs und viele Hautfarben. Also Kinder aus der ganzen Welt kommen zu uns. Und ja, der Erlös soll zur Einrichtung eines sogenannten Snuselraumes verwendet werden. Das ist ein Raum, in dem die Kinder entspannen können, indem die ja zur Ruhe finden und indem die sich besonders wohlfühlen können, weil viele unserer Kinder das Problem haben, dass die in unserer Gesellschaft einfach mit Reizen und mit vielen verschiedenen Eindrücken überflutet werden und deswegen dazu auch ein bisschen Kontrast zusammen brauchen, eben mal ruhig werden können, sich entspannen können, runterkommen. Und dafür wollen wir das Geld verwenden. Ja, das ist eine richtig tolle Sache. Und das finde ich, das machen Sie super gut, wenn Sie sich dafür einsetzen. Ja, an meiner Seite habe ich natürlich den Geschäftsleiter der Fedro Selgros hier am Butzweiler Hof. Und vielleicht ein paar Begrüßungsworte. Ja, auch ich möchte mich vorstellen. Mein Name ist Jochen Wilden. An meiner linken Seite steht der Herr Becker, der Organisator von diesem ganzen Fest. Meine Mannschaft ist in ein Jahr an diesem Standort. Fedro Selgros ist immer sehr sozial eingestellt. Und ich denke mir, mit dieser Aktion tun wir genau das Richtige aus der Region, für die Region. Und ich freue mich und freue mich auch am Montag, Sie wieder zu sehen. Da ist die Übergabe der ganzen Spendenaktion. Viele Firmen haben uns begleitet, viele Firmen haben uns unterstützt. Ich möchte mich jetzt erstmal bei meiner Mannschaft bedanken, die die Kraft aufgebracht hat, das Ganze hier wirklich mit Leben zu füllen. Der Herr Becker, mein Außendienstler, hat hier wochenlang Firmen aktiviert, Preise gesammelt. Die komplette Belegschaft hat sich bei jedem Industriepartner für diese Tombola-Preise stark gemacht. Und ich denke, wir haben ca. 1000 Preise, Sachpreise zusammenbekommen. Jedes Los kostet 1 Euro, jede Bratwurst, jedes Kotelett kostet 1 Euro. Alles, was wir erwirtschaften in diesen 2 Tagen, führen wir den jungen Wilden Füchsen nach Böcklemünd zu. Und ich freue mich, dass Sie auch hier sind. Und am Montag bei der Übergabe bringen Sie die Kinder mit, weil die Kinder bekommen das Geld. So wie wir es einnehmen, leiten wir es auch 1:1 weiter. Herr Becker, noch ein paar Worte von Ihnen. Ich bedanke mich nochmal bei Ihnen. Sie haben einen hervorragenden Job gemacht. Dankeschön. Nur durch Ihr Engagement sind wir da, wo wir heute stehen. Es ist noch Suppe da. Und wir haben natürlich auch Suppe, leckere Gulaschsuppe. Das machen diesmal unsere Auszubildenden. Und es gibt hier Tee und Kaffee und leckere Waffeln. Und das schauen wir uns mal an, wie die Waffeln denn hier gerade gebacken werden. Mit einem tollen Krups-Waffelautomat. Ein bisschen Schleichwerbung muss auch sein. Können wir mal eine Waffel, ist eine drin gerade? Ach, eine ganz leckere Waffel ist drin. Und die sind natürlich kostenlos für unsere Kunden, weil wir wollen ja mit unseren Kunden hier feiern. Ein Jahr Fedro Selgros am Butzweiler Hof. Meine schreckliche Stimme. Das Wuppertaler vor allen Dingen. Ich bin ja kein Kölscher. Ja, ich würde ja gerne nach Köln ziehen, aber ich habe ja auch schon am Rhein, würde ich gerne wohnen. Aber oh, das ist ja alles drauf. Eine richtige leckere Waffel. Und die bekommen unsere Kunden. Zum Beispiel schaue ich da vorne mal. Da haben wir Kunden, die möchten gerne eine leckere Waffel haben. Da gehen wir jetzt mal hin. Darf ich Ihnen eine leckere Waffel schenken? Bitteschön. Eine ganz warme, die Dame. Teilt ihr euch. Bitteschön. Und viel Spaß noch bei uns. Ja, liebe Kölner, gerade ist Karneval wieder vorbei. Da hat die Fedro Selgros natürlich alles für Ostern. Zum Beispiel hier alles für das Osterfest. So kleine Osterhäschen,
zu verschenken. Wir haben natürlich auch große Häschen oder Lämmchen. Also kommen Sie in die Figro Selgros. Hier finden Sie alles für das schönste Fest im Jahr. Und zwar für uns. Ja, jetzt habe ich eine ganz liebe Dame hier, die bietet auch was Leckeres, was Süßes an. Wir haben zwar die Fastenzeit, aber ich denke, jeder möchte was Süßes zum Schnibbeln haben. Und die erklärt uns jetzt mal genau, was sie auf den Tellern hat. Ja, wir haben hier die belgische Schokolade Côte d'Or aus Brüssel. 4 verschiedene Sorten. 2-mal mit Vollmilch, 2-mal mit Zartbitterschokolade. Alle mit Nüssen, für jeden was dabei. Super lecker. Zartbitterschokolade darf man ja auch, wenn man so einen Heißhunger auf Süßes hat, so ein kleines Stückchen, das schmeckt immer lecker. Ja, hier haben wir hier natürlich jetzt richtigen leckeren Salat. Also alle Leute, die wirklich in der Fastenzeit ein bisschen jetzt auf die Figur achten müssen, das genau das Richtige mit dem leckeren Dressing. Und was wir da alles haben, das sagt unsere Promoterin jetzt mal uns ganz genau. Ja, wir haben das leckere Joghurt-Dressings, Balsamico-Dressings, French-Dressing und die leckere Salatmischung von Gartenfrischjung aus dem Schwabeländle. Aus dem Schwabeländle. Also für alle Kölner, das war jetzt kein Kölsch, sondern das war Schwabeländer. Aber Sie sehen ja, die Figro Selgros, die ist international. Die haben aus allen Bundesländern hier jemand. Ja, jetzt sind wir natürlich hier bei leckeren Salaten in unserer Feinkostabteilung. Und da werden heute ganz leckere Salate von der Firma Rheinfein, für jeden Kölner natürlich ein Inbegriff, angeboten. Und sie sagt uns jetzt mal, was wir genau hier alles haben. Ja, hier haben wir einmal unseren frischen Pellkartoffelsalat. Der schmeckt eigentlich wie zu Hause, wie bei Muttern. Mit allen guten Zutaten, mit Gürkchen drin, mit Ei drin. Daneben haben wir den westfälischen Salat für unsere süddeutschen Kunden. Vielleicht eher ein Begriff mit Speck und mit Röstzwiebelchen drin. Einmal den ganz einfachen. Rheinische Art wird sehr gerne von Imbissbudenbesitzern gekauft, weil der eine mag kein Ei, der andere mag keine Gurke. Da ist einfach nur Kartoffel mit Mayonnaise-Soße drin. Kann man auch selber noch ein bisschen verfeinern. Und unseren Klassiker nicht zu vergessen, unseren guten frischen Krautsalat. Der darf eigentlich auf keiner Fete fehlen. Also da kann ich eigentlich nur sagen, kommen Sie und probieren Sie. Also hier kann ich nur sagen, zum Wohl. Hier haben wir natürlich leckere Weine. Figro Selgros hat, glaube ich, über 1000 Weine zur Auswahl. Und hier haben wir zum Beispiel einen leckeren Bad Dürheimer. Und da habe ich auch die Dame, die kennt sich ganz besonders aus. Sie weiß auch die Beschaffenheit des Bodens, weil das ist ja auch immer ganz wichtig. Und die erzählt uns jetzt mal erst, wo Bad Dürheim liegt und wie da der Wein wächst. Bad Dürheim liegt in der Pfalz und die 4 Jahreszeiten ist eine Vereinigung von Winzern. Die kleinen Winzern, die sich zusammengetan haben, um es gemeinsam zu vermarkten. Aber die Abfüllungen sind immer Original-Erzeugerabfüllungen. Also direkt bei dem Erzeuger und dann kommen die dann ganz lecker und frisch hier in die Figro Selgros. Genau. Und da kann ich nur sagen, Prost! Liebe Fedels-TV-Zuschauer, jetzt habe ich einen ganz lieben Kunde und gleichzeitig heute auch einen Gast von uns an meiner Seite. Und der hat jetzt ganz leckere Suppe hier gekocht. Die haben selber ein Restaurant, wo sie natürlich mehr wie Suppe kochen. Und den habe ich jetzt an meiner Seite und der wird Ihnen jetzt mal erzählen, was die alles Leckeres haben. Also wir haben gut bürgerliche Küche und natürlich eine sehr gute Küche, das ist klar. Wir haben Möglichkeiten, also bis 300 Gäste zu verkosten. Das gibt es heute nicht mehr so viel. Nicht? Also wir sind spezialisiert auf Hochzeiten, Geburtstage, Jubiläen, alles Mögliche. Und wir haben auch Übernachtungsmöglichkeiten. Wir haben das Hotel jetzt nochmal um das Doppelte vergrößert. Ja, das ist so. Also ganz viele Leckereien. Genau. Also da kann ich Sie nur alle einladen. Besuchen Sie ihn. Adressen gibt es bei der Figro. Ja, jetzt sind wir in unserer Frischfischabteilung und wir haben natürlich hier jede Menge frische Fische, sonst wäre es ja nicht die Frischfischabteilung. Und hier habe ich jemanden an meiner Seite, der kennt sich mit Fischen ganz genau aus. Hallo, herzlich willkommen. Hier, unser lieber Mitarbeiter. Wir haben hier Frischfisch. Wo kommen denn die Fische überall her? Eigentlich aus dem Haus der ganzen Welt. Also und wo kommt der weiteste Fisch her? Am weitesten Indischer Ozean. Das sind die exotischen Fische. Was habe ich denn hier? Dorade, Rosé, Thunfisch, Schwertfisch. 70 verschiedene, die immer im Sortiment sind. Ja, und dazu können wir auch einiges. Aber 70. Hier haben wir auch eine große Weltkarte und da sieht man genau, welcher Fisch woher kommt.
Also wer Hunger hat, haben wir natürlich auch was für den kleinen und für den großen Hunger. Und das alles für 1 Euro. Also wo kriegen Sie ein Steak für 1 Euro? Und das wird hier lecker frisch gebraten von den bezaubernden Damen und von dem Herrn, von dem Metzgermeister. Und alles gesponsert von der Original Thüringer Rostbratwurst. Von wem? Vom West, vom Schleizer, vom Schlömer hier aus Köln. Vom Schlömer, ja, dann ist das doch alles lecker hier. Prima, ist ja auch alles für einen guten Zweck, für die Kindertagesstätte. Ja, Next Autoglas ist natürlich auch vertreten. Die haben natürlich auch Preise zu unserer Tombola dazugegeben und die stehen heute hier. Und wenn Ihr Auto eine Macke hat, dann kommen Sie schnell zur Vegro Selgros und lassen Sie sich Ihr Auto reparieren, weil die machen das schnell, zuverlässig und natürlich günstig. Und an meiner Seite habe ich jetzt jemanden, der wird uns mal kurz erzählen, wie die das machen. Hallo. Ihr bei der Vegro Selgros, wenn da jetzt einer kommt, der hat eine kleine Macke, also nicht hier im Kopf, sondern im Autoglas, dann könnt ihr das ganz schnell reparieren, ja? Ja, genau, so sieht's aus. Mit Versicherungsabwicklung und alles drum und dran, das erledigen wir. Die Kunden müssen nichts machen, die sollen einfach zu uns kommen, kriegen einen kostenlosen Leihwagen zur Verfügung, müssen die nur selber tanken. Ansonsten erledigen wir alles über die Versicherungen. Der Kunde braucht nichts zu machen. Ja, ist ja prima. Ja, liebe Fedels-TV-Zuschauer, die Vegro Selgros hat natürlich hier auch einen richtigen heißen Flitzer und der hat eine K-HiFi-Anlage eingebaut. Das ist echt der absolute Wahnsinn. Also welche Möglichkeiten gibt es denn überhaupt am Auto zu machen? Ihr habt ja jetzt hier eine extra Boxen eingebaut, ihr habt hinten zum Beispiel DVD-Player. Das kann man ja auch einbauen, wenn man zum Beispiel ein Familienauto hat, dann baut man sowas ein. Dann im Urlaub ist das ganz schön, da sind die Kinder still. Was gibt es denn da für Möglichkeiten? Was kann man denn alles machen? Also wir haben von dem Jugendlichen, der gerade sein Auto gekriegt hat, bis hin zum Familienvater mit seinem Familienvan. Also man kann sich Parktronic nachrüsten lassen, Fernseher, Stereoanlagen, wie in dem Fall, Kopfschutzmonitore. Man kann aber auch Deckenmonitore anbringen, Playstation, man kann alles Mögliche einbauen lassen. Was ja, einiges ist da möglich. Und wenn Sie mal so richtig so einen heißen Schlitten haben und brauchen, kommen Sie hier zur Vegro Selgros hin oder nach R&B. Konzept steht auch nochmal hier. Ja, Samstag und Samstagabend werden viele richtig scharf, aber wir haben hier scharfe Messer. Und wenn Ihr Messer zu Hause nicht richtig scharf ist, dann kommen Sie auch hier hin zur Vegro Selgros und dann werden Ihre Messer richtig schön scharf geschliffen. Und am Montag sind wir natürlich nicht mehr hier, die Vegro Selgros natürlich, aber die Messerschleifer nicht mehr. Und wir geben Ihnen dann die Adresse, wo Sie Ihre Messer so richtig schön scharf werden lassen können. Ja, hier können sich natürlich auch die Kinder schön schminken lassen und da, manchmal wissen die Kinder ja gar nicht, was sie so genau aussehen möchten. Und da haben wir ein Buch und da können die sich was aussuchen und die Dame, die macht das so wunderschön und die Kinder haben dann richtig ihren Spaß. Und du wirst jetzt eine Katze. Ist das eine Katze? Ein Tiger? Ein Hase? Einen großen Osterhase? Super, dann schauen wir doch mal, wie du gleich aus. Da braucht man natürlich ein ganz ruhiges Händchen für. Und die Kinder, die sitzen immer so brav. Jetzt ein bisschen nach hinten in unserem neuen Fokus. Die Farbe ist Candy Rot. Das ist die Titanium-Variante. Hier haben Sie praktisch die Einstellung vom Bordcomputer. Dann haben wir die Radiobedienung. Tempomat und dann die Telefonfreisprechanlage. Das Fahrzeug ist serienmäßig ausgestattet mit dem Komfortausstattungspaket, Klimaautomatik, Lichtsensor befindet sich hier auf der linken Seite. Dann haben Sie hier noch die Nebelscheinwerfer vorne und hinten. 80 PS als EcoBoost, 1,6 Liter. In den Dieselvarianten haben wir 109 PS bis 163 PS als 2 Liter. Also das wäre ein richtiges Auto für mich, richtig schön schnell und rassig und da kann ich dann schön durch Köln fahren und wenn sein muss auch nach Wuppertal. Ja, wahrscheinlich habe ich das draußen hingestellt. Genau, diese Glocke. Du hast jetzt jedes Mal gewonnen, wenn du Wunsch kommst. Ja, das ist ja auch mal eine Heilung. Ach, das ist ja lieb von Ihnen. Das 12-teilige Tafelserie mit nur einem einzigen richtigen Los. Nein, mit 5.
Ja, aber mit einem Los war ja die Nummer drauf. Das ist der Knaller. Bei fünf Losen drei Gewinnen. Das kann man. Ja, das ist gut. So, Dadurch, jetzt kannst du noch zwei gewonnen, richtig abgeräumt. Ein Los, nur ein Euro. Das alles für den guten Zweck. Und Sie sehen ja selber, die große Tombola. Hier wird. Also die Leute haben mehr Preise im Einkaufswagen, wie sie eingekauft haben. Selgros hat natürlich auch was ganz, ganz Tolles. Einer der wenigen Märkte, die das schon haben. Und zwar eine Selbstscannerkasse. Da geht der Kunde mit seinem Einkauf hin, nimmt die Ware, zieht die hier drüber. Die wird sofort registriert, legt die ab, kann die dann schon in seinen Einkaufswagen packen und bezahlt ganz bequem mit seiner EC-Karte und kann nach Hause gehen. Das ist also für die ganz eiligen Kunden. Bedanken möchten wir uns natürlich auch bei Andi, dem Lacher, Andreas Schaaf, der uns während der zwei Tage unseres Einjährigen am Butzweiler Hof unterstützt hat, die Kundschaft animiert hat, Lose zu kaufen, Würstchen zu essen, Bierchen oder Cola zu trinken. Und wie gesagt, die Erlöse aus der ganzen Geschichte, die gehen der Kita, die Wilden Füchse zugute. Und bedanken uns einfach ganz recht herzlich. Vielen Dank. Bitte schön, gerne. Auch bei Fedel TV. Vielen Dank, dass ihr hier wart und vielen Dank für eure Unterstützung. So, heute ein Tag nach einem Jahr Butzweiler Hof ist es uns gelungen, eine Summe von über 2.999 Euro zu erwirtschaften, nämlich genau 3.000 Euro. Dieser Betrag, den werden wir spenden für die Kindertagesstätte Die Wilden Füchse. Ich freue mich sehr, dass Sie uns an diesen zwei Tagen hier vor Ort begleitet haben. Noch mehr freue ich mich für die Kinder, dass der Herr Becker, meine Betriebsleiter, der Herr Illmann, der Herr Hünding, das ganze Team Fegro Selgros mit den Kunden es geschafft haben, diesen Betrag zu sammeln. Jetzt kommt die offizielle Übergabe. Ich freue mich, Ihnen diesen Betrag mit sofortiger Wirkung zu überreichen. Vielen Dank. Ja, wunderbar. Vielen Dank. Wir freuen uns natürlich auch. Sie haben es bei den Kindern gesehen. Die freuen sich riesig. Colin, hörst du noch mal zu? Wir können viel Gutes mit dem Geld machen und wir bedanken uns bei allen Mitarbeitern, bei allen Kunden der Fegro. Ich habe ja gesehen, was hier los war an den Tagen. Super Stimmung und auch an der Losbude zum Beispiel, die Damen, die hatten richtig Spaß. Fast jeder Kunde hat Lose gekauft. Das war sensationell und ich hätte niemals mit so viel Geld gerechnet. Vielen, vielen Dank. Ein ganz besonderer Dank gilt natürlich auch unserem Fedel TV, weil diese Dokumentation von diesem Fest ist demnächst im Internet für alle Kunden, für alle Kinder, für alle, die Internet haben, sichtbar. Und für mich ist es ganz toll, dass man für die Region, aus der Region, in der Region mal etwas sammeln kann. Und ich weiß, dass es hier sehr gut ankommt. Und ich bedanke mich auch nochmal bei meinem gesamten Team. Vielen Dank für diese tolle Aktion. Ein ganz besonderer Dank, lieber Andi, du hast zwei Tage die Moderation gemacht. Auch du bist ein gern gesehener Gast und das Schlusswort hast auch du. Nochmal offiziell Dankeschön. Es macht immer wieder Spaß, mit dir zusammenzuarbeiten. War klasse, die Kunden waren alle gut drauf und wenn man sieht, dass die Kinder sich freuen, ist das Geld gut angelegt. Super. Jetzt dürft ihr nochmal jubeln. Ich bin am Weitkampf.